Für Giovanni Sacchetto ist seine Hündin Dora mehr als nur eine treue Begleiterin. Sie ist eine wahre Schatzsucherin. Dora erschnüffelt in der Gegend um Alba in Norditalien weiße Trüffel. Pro Kilogramm kann die Delikatesse 4.000 Euro einbringen. Ein Trüffel ist etwas Merkwürdiges. Und weil er merkwürdig ist, ist er etwas Wunderschönes. Man weiß nie, wo man einen findet. So ist das bei den Trüffeljägern. Es ist keine Arbeit, sondern eine Leidenschaft. Im Piemont gibt es mehrere tausend Trüffelsammler und mindestens ebenso viele Hunde, die mit ihren feinen Nasen die Kostbarkeiten aufspüren. Jedes Jahr treffen sich Trüffelliebhaber aus der ganzen Welt zur Messe für weiße Trüffel in Alba. Der Geruch ist einzigartig, weniger der Geschmack. Vor allem der Geruch, die Struktur. Ich persönlich mag Trüffel am liebsten mit etwas Einfachem, auf Pasta oder auf Risotto. Etwas ganz Einfachem. Die Köche hier überbieten sich in Kreationen mit Trüffeln. Doch vor dem Genuss steht noch immer die Suche nach dem kulinarischen Schatz in den Wäldern um Alba.